Whoa. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Okay. Da steht auch wieder kein Todesdatum dran. Müssen wohl hier lang gehen. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier wieder einen wunderbaren Ausblick auf alles. Es ist eigentlich wunderschön. Okay, ich gehe aber noch mal ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier vorne noch irgendwo hinkommen. Das ist auf jeden Fall ein Bett. Ob das Farbe ist, weiß ich nicht. Okay, hier geht es nicht weiter. So, dann gehen wir mal in Miltons Raum. Sieht aus wie eine Tür. Ist überall Farbe. Bücher. Bilder. Modelle. Der war wirklich ein... I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Ja, er war wirklich ein Künstler. Okay. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Okay, was ist das hier? Okay, passiert nichts. Ah, jetzt. Oh, der hat einen eigenen Aufzug. Überall Farbe. Sogar Zeitungsartikel haben die sich überlegt und geschrieben für das Spiel. Das wiederholt sich so ein bisschen. Das war ja unten vor dem Mannequin an der Wand auch. Hier steht wieder kein Todesdatum dran. Okay. Milton Finch. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Okay. Okay. Der hat ein Daumenkino gemalt. I was 4 when Milton disappeared. Der hat ein Daumenkino gemalt, in dem er gemalt hat, wie er eine Tür malt, durch die er durchgeht und dann verschwindet. Das ist ein bisschen konfus, aber... Ups, vielleicht ist er wirklich in einem seiner Bilder verschwunden. Wer weiß. Oh, guck mal, da geht das Haus noch weiter. Da ist sogar ein Boot drin verbaut. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Müssen wir hier jetzt wieder runtergehen? Wir müssen uns genau hier hinstellen, wo die Fußabdrücke sind. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Aber ich meine, hier steht ja auch diese Tür, die er gemalt hat, mit diesen gelben Fußabdrücken. Vielleicht ist er wirklich da verschwunden. Wir müssen hier durch wieder raus. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Guck mal, da ist das auch schon wieder das Symbol. Aber die Fußmatte dürfte eigentlich gar nicht mehr so aussehen, genauso wie das Weiß hier. Das müsste alles viel vermoderter sein. Also sieh mal an, die Treppe habe ich eben gar nicht gesehen. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Warum sollte Louis sich schuldig fühlen? Louis hat da doch gar nichts mit zu tun. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Okay. Everyone always told me to stay out of Louis's room.
except Louis. Er hat auf jeden Fall ein sehr entspanntes Zimmer. Gehen wir mal hier hoch. Oh, das sieht doch sehr entspannt aus. Warte, war da auf der anderen Seite noch ein Weg? Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Nicht wieder runter? Ja, kann ich. Ich gucke gerade mal eben noch, ob da hinten nicht... hier ist ja auch noch ein Weg, aber... Ja, okay. Das ist die längste Zeit seines Lebens ein Weg gewesen. Was ich hier modert es dann. Aber überall, wo man denkt, so, okay, das ist viel älter, das sollte vielleicht eher modern, das ist noch tippitoppi. Aber das hier, das modert. So. Gehen wir hier durch rein. Und rein da. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ja, wonach das hier wohl riecht? He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Okay. Aber frag mich wohl, wonach sie riecht. Und hat sogar einen eigenen Kühlschrank. Louis Finch. Highschool Diplom. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Wahrscheinlich warst du viel besser. Guck mal, die Schrift hat sich sogar im Kühlschrank gespiegelt. Cool. Ja. Mhm. Guck mal, da liegt sogar noch Kronkorken und gewisse Reste. Locker Reste. Oh, guck mal, so ein Gymnastikball habe ich auch für meinen PC. Auf dem sitze ich aber nicht immer drauf. Deine Figürchen, das sind wahrscheinlich dann alles Spiele. The Wet King's Drama, okay. Mhm. Nehmen wir mal an, weil hier ja noch kein Memorial-Ding stehen kann, weil... Edie damit ja noch also gerade angefangen hatte, ist das hier dann das Memorial-Ding. Aber die Aussicht allein. Dafür würde sich dieses Zimmer alle Male lohnen. Ist das da ein Ventilator an der Decke? Tatsache. Also doch. Das wäre schon ein schnickes Räumchen. Gut. Dann gehen wir mal in seine Geschichte. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Oh, okay. Ah, das steuere ich gerade. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Oh, das steuere ich gerade auch. I asked him to describe it. Oh, das ist ein bisschen konfus. Ich muss gerade mit der... Mit WASD steuere ich gerade hier das... Mit der Maus den Fisch. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. Oh, guck mal, das ist ein Drache. And things that have not names. He knew it was all in his head.
okay. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Es ist übrigens gar nicht so einfach, das gerade parallel zu steuern. But he found something more. Oh, jetzt wird's 3D. I worried about him then. Nicht da hoch? Nee, kann ich nicht. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Oh, es wird immer größer. I even encouraged him. Nicht, dass ich gleich die Fische nicht mehr sehe. Very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Huch, ich bin gegen die Wand gelaufen. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ja, deswegen wird das Bild auch immer größer. Ey, das ist mittlerweile echt verwirrend. Ich muss ja den Fisch und das Ding parallel steuern. Das geht nicht. Bin überfordert. But his chopping was as reliable as ever. Ah, aber wenn ich gerade einen Fisch habe, laufe ich irgendwo gegen die Wand. Then one day it struck him. All the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Bin gegen die Gegend gelaufen, Mann. Das ist ziemlich kompliziert. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay. But his mind was already wandering. It became a game for him. Ah! Wie soll ich das denn jetzt machen? He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis. Ah! Ich fahre gleich noch gegen. He started drifting away from die Steine. Ah! Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him. Part of Lewis kept sailing on. Nicht mal mitgekriegt, dass seine Mutter mit ihm spricht. Weil für ihn ist das nicht da. Er hat das einfach nicht gesehen. In Lewisburg, he heard rumors of a einen wunderschönen Prinzen, eine wunderschöne Prinzessin. Ich nehme den Prinzen. Beautiful prince. Ich fahr gleich irgendwo gegen. Ich sehe schon kommen. Ich bin nicht mit meinem Bötchen irgendwo gegen gerast. The prince was on his own quest for böse Schlangen. Sinister serpents. Ah! Jetzt bin ich gegen das erste Gegen gefahren. Muss ich die kaputt fahren? Kann ich da wieder zurückfahren?
Nee, ich kann nicht zurückfahren. He followed the sound of his. Wir nehmen das da. Wie ein Electric Sitar. Heißt das nicht in Deutschland die Zither? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Warte, nein, ich bretter voll dagegen. Even then, his logic remained. Ach, es wird immer komplizierter. Jetzt sehe ich nur nicht mehr, wo genau dieses Schneideding ist. He knew the world was all in his imagination. Jetzt bin ich dagegen gelaufen. Ich kann das nicht gleichzeitig machen. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Tschu, tschu, tschu. Ich kann tanzen mit dem Arm. Oh, da kommt der Fisch. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. Vor die große goldene Tür und dann ist hier nur so eine klitzekleine Puppeltür drin. Jetzt sehe ich nur nicht mal mehr den Fisch. Ach so. Jetzt bin ich der wirkliche Louis. Ich meine, der hat ja auch viel erlebt in seinem Leben, wodurch der jetzt auch nicht so unbedingt glücklich war, dann ist es irgendwie, finde ich, natürlich, dass er sich so in seine eigene Gedankenwelt verirrt. Aber letzten Endes war er vielleicht doch etwas zu tief in seiner Gedankenwelt. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Erzähl mir da, wie er da arbeitet. Ich sehe schon kommen, was da kommt. He began to despise the man with a royal contempt. Er bewegt nur noch die Hand, aber wirklich was machen tut er auch nicht mehr. Zumal die Maschine auch aus ist. Der ist so in seiner eigenen Gedankengeschichte gerade verloren, dass er gar nicht mehr mitkriegt, was hier abgeht. Und was machen wir jetzt? Sollen wir da hoch? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Okay. Das sind die Figuren, die bei ihm im Zimmer standen. Die haben alle kein Gesicht. Das ist gruselig. Including the wise Calico, who insisted on advising him. Molly. Molly ist die Glückskatze, okay. Hallo Molly. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne?
Aber Krone ist gleichbedeutend mit unserem Tod, ne? Ja gut, dann ab dafür. Deswegen auch die Krone auf dem Grab. And the rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay, das ist eine harte Nuss.